Mann, so geht es hier nicht weiter. Ich hab hier echt keinen Platz, Mensch. So funktioniert das nicht mehr. Der Tisch ist zu klein. Das ist, wenn man hier zwei Teller hat, Frühstücksteller oder sonst irgendwas, und dann hier noch ein bisschen Käse und ein bisschen irgendwas anderes, ey, dann hast du keinen Platz mehr, ne? Fällt das alles hier runter. Das heißt, wir wollen jetzt was Schönes bauen. Und zwar, ja, wenn ihr wissen wollt, was, dann bleibt doch einfach mal dran. Jo, wir haben vor, hier so eine ausziehbare Platte unter unsere vorhandene Tischplatte zu bauen. Das Maß der Tischplatte ist 80 mal 50. Stimme aus dem Hintergrund, meine bessere Hälfte hat die irgendwo gekauft. Ich weiß nicht wo. Vielleicht kann ich das nochmal finden irgendwie. Dann verlinke ich euch das. Das ist ja so eine Sonderanfertigung. Da könnt ihr nach Maß und Farbe und Ausschnitte und sowas könnt ihr alles wählen. Und da haben wir jetzt noch eine zweite Platte bestellt. Jo, die soll das einfach irgendwie hier drunter, ne? Das ist noch ein Fach, das kommt dann weg. Ja, und dann soll die sich hier so rausdrehen, ne? So ganz einfach eigentlich. Ja, drückt mir die Daumen, ne? Wenn ich den Film hochlade, dann hat es geklappt. Also wenn ihr mich jetzt sehen solltet, dann kann man vielleicht schon mal sagen, oh, es hat geklappt. Die Aufregung steigt. Es geht los. Die Tischumbauaktion. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar sieht das Ganze so aus. Hier unseren Tisch natürlich hier aus dem Camper. Das Bein muss noch ab. Hier ist noch eine Schublade. Die kommt natürlich auch erstmal ab. Das hier ist denn ja das, was man auf definitiv braucht. Weil das soll denn ja so, ist natürlich irgendwie die Idee, dass es hier so rüberkommt. Das ist so ein Drehteller. Ich verlinke den auch noch mal. Irgendwie könnt ihr euch mal angucken. Ich habe das Teil bei Amazon gekauft. Ist aus Kunststoff. Und da muss jetzt die untere und die obere Platte irgendwie befestigt werden. Das ist so, ja, blanke Theorie. Die neue Tischplatte. Hier ein bisschen Klebeband, hier was zum Sägen, hier bohren und alles hier. Und natürlich hier auch noch was zum Schrauben und so, ne? Lange hin und her überlegt. Wir werden jetzt also in die Platte, obwohl man sie echt ein bisschen schwer erscheint eigentlich. Jetzt erstmal ein Loch einsägen. Ja, und dann müssen wir weiter gucken hier. Step by step, ne? Okay, das ist scheiße. Nehmen wir diese Stichsäge hier. So, Loch ist drin. Unser Plan ist jetzt natürlich, wie gesagt, untere Tischplatte. Dann ist hier dieser Drehteller drunter. Das Ganze irgendwie verschrauben und dann können wir das irgendwie so drehen hier. Ganz einfach, ne? So, der Ring, der hat hier so eine Bohrung und bei dem äußeren Ring sind die Bohrlöcher nicht eingesenkt und das mache ich jetzt hier einfach mit so einem Senkteil hier, dass man die besser verschrauben kann. So, dann habt ihr eine Senkung drin hier, dann passt natürlich hier von der Logik her besser die Schraube nachher da rein. Das hast du fein gemacht. Ja, ich bohre jetzt hier in diesen Drehkranz außen noch ein paar zusätzliche Löcher. Weil ich immer denke, je mehr Schrauben, desto besser hält das Ganze. Danach positioniere ich das Ganze auf der Tischplatte, die drehbar ist, und schraube die jetzt einfach hier fest. Und zwar den Außenring schraube ich fest und bohre danach ja, hier die Löcher komplett durch. Ja, und verschraubt dann einfach den anderen Tisch. So, ich habe jetzt den Innenkranz, kurz nochmal umgedacht, den Innenkranz an die drehbare Platte gedreht. Drehen tut sie ja schon mal, ne? So, und jetzt bohre ich durch die drehbare Platte ihr Löcher durch hier über den Außenring komplett einmal durch, damit ich dann weiß, welche wir umdrehen, wo man die an die untere Platte verschraubt irgendwie. Ich glaube, Stimme, braucht ein Bier, ist schon 10 Uhr durch. Nee, auch schon. Hoffentlich passt das auch alles so. Ey. Also ich bohre jetzt hier einfach mal Löcher durch. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Das ist ja eigentlich völlig egal, wo ich die Löcher bohre. Ne? Stimme, das ist ja egal jetzt, ne?
Wir müssen nur hier. Das ist ja eh schon große drin. Wenn, dann ist eh versaut. Stimmt, wir sehen dann von der Rückseite, also wenn ich jetzt hier ein Loch reinbohre, von der Rückseite sehe ich denn ja eigentlich das Loch. Wo du durchbohren musst. Ja, so könnt ihr denn irgendwie durchgucken. Das sieht man jetzt nicht so direkt, aber... So, als nächstes müssen jetzt diese Bohrungen größer sein, dass praktisch die Schrauben, die ihr verwendet, dass der Schraubenkopf durch dieses Loch rein durchpasst, damit man die Platte an die untere Scheibe schrauben kann. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass die obere Bohrung halt so dick sein muss vom Durchmesser her, dass ihr die untere Drehplatte erkennen könnt, mit den darunter liegenden Löchern natürlich. Und dann kommt eigentlich jetzt als nächstes, der nimmt hier so eine Schraube hier durch, um dann den Drehteller mit der unteren Platte zu verbinden. So, ich habe jetzt die Bohrung hier größer gemacht, dass man praktisch hier innen drin nachher dann die Schrauben durchkriegt, um die Platte festzumachen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und dann kann man die schon mal super drehen hier. Hast du falsche Muster gekauft? Und Stimme, wer hat dir das falsche Muster gekauft? Einmal links, einmal quer Muster. Finde den Unterschied hier. Oh. Aber das Schöne ist, dass es dem Brötchen, was da drauf gegessen wird, völlig egal, wie rum das Muster ist. Und wir haben endlich wieder Platz, hoffe ich doch. Nicht, dass das alles abbricht. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Das gefällt uns doch schon mal ganz gut. Jetzt überlegen wir natürlich, wie wir hier das Ganze befestigen nachher. Damit es im Bus nicht mehr hin und her geht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie einen Haken machen oder irgendwie so einen Keil hier drunter. Ja, ist eine gute Frage, ne? Dass das ganze Ding nicht hin und her schlabbert. Kommt jetzt wieder. Mut zu beim Kauen. Mhm. Hat Schlimmer doch schnell mal einen Kuchen gebacken. Ne? Ach nee, ich bin kurz losgefahren, hab einen gekauft. Aber der Wille zählt ja. Nach so viel Denkarbeit braucht man, wenn man eine kleine Pause ist. Geht gleich weiter, Leute. Ne? Geht gleich weiter. Ihr werdet noch sehen, wie das hier gleich im Camper aussieht hier. Nächster kleiner Zwischenstopp. Wir haben jetzt hier einfach solche Drehriegel angebaut. Klappern natürlich ein bisschen, aber da müssen wir noch ein bisschen Filz zwischen machen. Dann kann sich die Platte nämlich nicht irgendwie hin und her bewegen, großartig. Und ansonsten zack, entriegeln, ausfahren. Wir nähern uns dem Ende. Stimme hat nochmal schön hier die Ränder nochmal gestrichen. Diese fertig hier. Und wir haben hier unten noch so einen Klotz gebaut, damit hier diese Vibration hier ein bisschen weniger ist. Und wenn hier oben drüber jetzt noch eine kleine Halterung bauen, dass die Platte nach unten hin auch noch gesichert ist. Es ist so gut wie vollbracht. Ich zeige euch das jetzt mal. Unser Werk hier, unser ausziehbarer Tisch. Nee, ausziehbar ist er ja nicht. Drehbarer Tisch. Unsere drehbare Platte, so ist es ja jetzt. So haben wir das jetzt gelöst. Hier nochmal ein Klotz, Wackelklotz und Schutz, dass er nicht sonst wo rausfällt. Und als nächstes gehen wir mal ins Auto und dann gucken wir mal, wie das da aussieht. Ich hoffe, wir haben richtig gemessen, dass die Drehplatte irgendwie sonst wo hängen bleibt und wir die gar nicht drehen können. Das wäre natürlich jetzt das größte Ding. So. Jo, Premiere kann losgehen hier. So schaut das Ganze aus. Wollen wir noch mal rausziehen hier? Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt, Leute. So, und schon hat man jetzt einen Tisch, der ein bisschen verlängert ist. No, verlängert von 80 auf 1,14 Meter. Schwenktisch, ich finde es doch gar nicht schlecht geworden hier.
Kannst ein bisschen was abstellen. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch also dieses Video gefallen haben sollte, würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal einfach, dann seid ihr immer am Laufenden, sobald was Neues rauskommt. Egal was es ist, wer weiß, was es ist. Ich weiß es selber nicht. Kein Mensch weiß das, ne? Ja, in dem Sinne, Leute, haut rein, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, ne?